Ich zahle das Doppelte. Du zahlst das Doppelte? Nee, Summer. We are young, we are strong. Weißt du, was wir jetzt machen nach dieser anstrengenden Schicht? Schlafen gehen, weil ich... Nope. Oh, nein, Tara, wir feiern, und zwar meine Unabhängigkeit. Können wir das nicht morgen machen? Ich bin so müde. Wir haben gerade die ganze Zeit in einer scheiß Table Dance Bar gearbeitet. Hör auf, rumzuheulen. Guck mal. Überleg doch mal, wie viel Kohle ich gemacht habe. Wenn es so weitergeht, dann habe ich meine Schulden im Nu abbezahlt. Und deswegen feiern wir jetzt. Du hast eine Aufgabe, und zwar die Musik anmachen. Ich hol den Shampoos. Ja, ich hol den Shampoos. Okay, danke schön. Aber dann nicht so doll, weil dann falle ich immer schon um. Und weil du so toll bist, sogar mit zwei Flaschen. Ist das okay? Ja! Bombe! Einmal for you. Dankeschön. So, auf meine Unabhängigkeit! Okay, jetzt habe ich auf einmal noch Lust, irgendwas zu machen. André! Papi! Was gibt's zu feiern? Warum hast du meine Unabhängigkeit, Entschuldigung! Damit wir uns besser unterhalten können! Mann, was meine Unabhängigkeit. Ich mach mal wieder. Jawohl! Also, wir sind hier nicht im Altersheim, André, ne? Nett von dir, aber danke, nein, danke. Alter! Was ist denn? Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser sein oder so? Was? Ich verstehe dich gar nicht, weil was ich bin total laut. Was? Was, Amelie? Mach ein bisschen was leiser. Hast du gerade gesagt? Ich hab gar nichts verstanden. Du möchtest schlafen? Ein bisschen leiser ist okay, oder? So! So. Mann! Ein bisschen leiser. Bist du auch man kann auch zu leiser Musik André, du tanzen. Du bist auch echt eine Spaßbremse, ne? Tanzen zu leiser Musik geht auch. Scheiße. Ja, lecker. Hauptsache, mach auch wieder sauber, ne? Du auch da, ne? Das Geld. Noch auf mein Geld! Mädchen, was machst du? Das schöne Geld. Weißt du, was Geld? Mir gerade einfällt? Ich habe so eine richtig geile Tasche gesehen, die ist zwar zu teuer, aber ich habe ja die Kohle. Wollen wir danach shoppen? Oh, Scheiße, aber dann lass wirklich erstmal schlafen gehen. Dann gehe ich jetzt nach Hause, ich schlafe mich schön aus. Kannst auch hier schlafen. Ich schlafe zu Hause, jetzt muss ich auch umziehen, duschen. Und außerdem bin ich dann wieder fresh gemacht und dann gehen wir schön den ganzen Tag shoppen, mein Schatz. Okay. Immer schön den ganzen Tag shoppen. Hast du nicht irgendwelche Schulden zu bewältigen? André, nach der Tasche, ja? Nach der Tasche ist vor der Tasche. Ah. Und André, eigentlich redet man nicht mit vollem Mund. Und André, kauf dir mal bitte eine Tüte Pfann, weil du bist ein bisschen langweilig. Heiß, aber langweilig. Ja? Gut, wir sehen uns im Bodybuild und du, mein Schatz, wir sehen uns später. Ciao, nee, das ist gar kein Ding. Alles gut. Dann gehe ich immer alleine shoppen. Ja, nee, wirklich. Dann sehen wir uns einfach später auf Arbeit, würde ich sagen, ne? Okay, easy. Bis dann. Bye-bye. Hey. Olivia, jetzt ein Kälbchen. Hey, ich rede mit dir. Also, pass auf. Wenig Worte, okay? Ich hab dir doch beim letzten Mal versprochen, dass ich eine Lösung finden werde, dass du nicht mehr in dieser Table Dance bearbeiten musst, okay? Dass du dich nicht mehr ausziehen musst und dass... auch was auch immer machen musst. Du weißt, was ich meine. Ich habe dir gesagt, ich finde eine Lösung, wie ich an Geld komme. Die habe ich gefunden. Also pass auf, das ist nicht viel, das sind 500 Euro. Boah, genau das hatten wir doch schon mal. Aber es ist... Olivia, hey, guck, es ist ein Anfang, okay? Pass auf. Ich sehe es symbolisch. Ich meine, da, wo es herkommt, da gibt es noch viel mehr. Also, ich will dein Geld nicht. Es ist nicht mein Geld, es ist unser Geld, verstehst du? Aber Dean, es gibt kein uns mehr. Hast du das vergessen? Jetzt nimm einfach das Geld. Es gehört dir. Ich will das Geld nicht. Ich brauche deine Almosen nicht. Ich bin eine selbstständige Frau. Ich kann selber mein Geld verdienen. Und wenn du ein Problem damit hast, wie ich mein Geld verdiene, ja, dann tut's mir leid. Du hast doch selber ein Problem damit. Wir wissen beide, dass du das nicht willst. Mir macht der Job Spaß, okay? Das Geld kannst du dir ruhig selber einstecken. Wie gesagt, ich kann selber mein Geld verdienen. Und außerdem, meine Probleme sind nicht mehr deine Probleme. Warum kann Dean mich nicht einfach in Ruhe lassen? Mann, ich weiß ganz genau, was ich tue und dafür brauche ich seine Hilfe nicht. Das war so eine gute Idee, nach der Handtasche zu schauen. Mann, die ist so cool. Die hat mir direkt wieder gute Laune gemacht nach der nervigen Begegnung mit Dean. Ah, auch mal da? Ah, sorry. Na, jetzt aber schnell, komm, dass wir kurz für heute Abend alles besprechen. Ja. Also, Mädels, ganz kurz. Wir haben heute Abend zwei Junggesellenabschiede, ja? Ich möchte, dass heute richtig Power gemacht wird. Ich habe gar keinen Bock auf Junggesellenabschied. Ich habe auch keinen Bock. Die sollen so auftreten. Die sollen so um Mädels, ich kann euch hören, okay? Also erstmal, bitte. Ich möchte, dass ihr euch richtig ins Zeug legt. Alles rum und dran. Lapdance, Table Dance.
komplettes Paket, ja? Ich möchte, dass der Laden richtig Umsatz heute Abend macht, ja? Dass wir richtig Kohle heute machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das macht es nur Sinn für mich. Wir dürfen viel arbeiten. Hallo, hier spielt die Musik. Wenn ich Kohle mache, macht ihr auch Kohle. Ja? Das ist ein Quid pro Quo. Ich mache Kohle, ihr macht Kohle. Ganz einfaches Geschichte. Ja? Und davon abgesehen, ihr habt die absolute Sicherheit. Wenn es irgendwie Stress gibt, ich bin da, die Security ist da. Ihr habt totalen Schutz hier. Deswegen, bitte, macht euch heute richtig Power, richtig Action. Macht die Männer scharf. Ja, ich will, dass hier richtig Action ist. Okay. Okay. Gut, macht euch bitte fertig, dass wir dann gleich anfangen können. Alles klar. Okay, super. Ja, ich tanze mega gerne und ja, ich bin dabei, meine Schulden abzubezahlen. Aber so eine Abende wie heute mit Junggesellenabschied, nee, das ist einfach mega anstrengend und die sind immer mega betrunken. Top-Show. Echt, die Leute sind super zufrieden. Ich habe noch ein paar Jungs für dich, die wollen auch eine Show haben. Okay. Kommst du mit? Im Private? Ja, und mach ein Lächeln. Zieh ein Lächeln auf. Ja. Okay. Jungs, hi, das ist Olivia. Hey. Endlich bist du da, super geil. Volles Teil. Hammer. Okay, ich bin gleich wieder bei euch, ja? Wie jetzt gleich? Komm mal her. Ey, erstmal nicht anfassen, okay? Ja, bitte. Ja, aber wir haben kurz. Ich komme mit. Mal ganz kurz, eine Sekunde. Sag mal, bist du ich will nicht für die Tanzen. Du musst für die Tanzen bezahlt. Bernie, du kriegst doch selber mit, wie die drauf sind. Mann, ja, aber die fassen mich nicht an, weil ich bin da. Was war denn das gerade? Der hat mich fast angefasst. Was soll man jetzt machen? Ich kann hier nicht einfach absagen. Ich zahle mehr. Ja, Mann. Du zahlst mehr? Ja, wie jetzt? Ich habe 200 Euro bezahlt, so, ja, für meinen Junggesellenabschied. Ich habe jetzt Bock auf Action, Ben, halt, was ist das los? Ich habe 200 Euro schon bezahlt. Ich zahle das Doppelte. Du zahlst das Doppelte? Nee, sag mal. Okay. Ey, Jungs, guck mal, ich glaube, sie wird heute Abend nicht für euch tanzen, aber wenn ihr wollt, ich habe noch geilere Mädels da unten, die sind Hammer. Die werden richtig geil für euch tanzen. Das Doppelte, Alter. Ihr ist bescheuert, Alter. Komm, sie ist eh scheiße, Alter. Ich zeig euch die mal. Lauf mal vor. Da vorne sind die, dann könnt ihr euch die mal angucken. Danke. Ja. Kein Ding. Ich bin Tristan. Hi, ich bin Olivia. Freut mich. Okay. Rente Gette, ich rette gerne Mädels in Not. Okay, verstehe. Dann würde ich sagen, setz dich einfach schon mal hin. Ich gehe kurz an die Bar und hole einen Shampoos. Okay. Ja? Okay. Normalerweise gebe ich nicht 400 Euro aus, wenn ich gerade mal 2 Minuten in einem Laden bin. Bis gleich. Bis gleich. Ey, das war wirklich eine Rettung in letzter Sekunde. Aber dieser Tristan, der hat bestimmt ein Viertel seines Gehalts jetzt auf den Kopf gehauen für mich. Naja, ich hoffe echt, dass es kein Psycho ist. Okay, erwarte ja keine Extras, nur weil du deine Kohle für mich auf den Kopf gehauen hast, okay? Keine Sorge, so einer bin ich nicht. Ich freue mich einfach, wenn du ein bisschen für mich tanzt. Okay, cool. Auf dich. Mhm. Danke dir nochmal für die Situation vorhin. Weil die Jungs vom Junggesellenabschied, boah, die sind mir so auf den Sack gegangen. Das wäre bestimmt in der Katastrophe geendet. Das kann ich mir vorstellen. Okay, easy. Aber eins muss man den Jungs lassen, die haben Geschmack. Du hast einen Hammerkörper. Ja, ich gehe ja auch trainieren dafür. Mein Körper ist mein Kapital als Tänzerin. Wo trainierst du? Im Bodyburn. Oh. Da habe ich mal gearbeitet. Okay, dann setz dich und genieße es. Das mache ich. Tristan ist echt krass. Haut der einfach mal so ein Vermögen für mich auf den Tisch. Dabei kennt er mich doch überhaupt gar nicht. Naja, er hat auf jeden Fall Manieren. Vielen Dank. Danke dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Du tanzt wirklich super. Da ist ja nicht süße Sahne. Jetzt wird noch ein Lapdance so, ne? Warte schon den ganzen Abend so, ne? Jetzt guck doch nicht so böse, oder? Hat die auf deine Titten eine Flatrate heute Abend? Wie asozial bist du eigentlich? Wer asozial? Wie wär's denn mal, wenn du dich verpisst? Ich hab den Laptop noch nicht bekommen, du blöde Nottesauer. Hey, pass mal auf, so lebt man nicht mit einer Dame, okay? Was Dame? Du bist ein Tanzbitch, Alter. Und überhaupt, du bist doch der Vogel von vorhin. Du scheiß Blender, du hast mir den ganzen Abend versaut, Alter. Ich hab halt Junge deinen Abschied, so, ne? Du
Alter. Ey, jetzt reicht mir das hier aber. Das ist schon die zweite Aktion hier. So, Kollege, du, das war dein Tier. Und ich will mein Bier aus. Ich will mein Geld hier. Da hast du mir ja zum zweiten Mal meinen Arsch gerettet. Gern geschehen. Aber wenn du mich wiedersehen willst, musst du trotzdem zahlen. Abgemacht. Okay, wollen wir was trinken? Ich muss los. Alright. Vögel, ey. Ey, sag mal, ist mir das gerade auch aufgefallen oder hat der Typ gerade ein Auge nach dir geworfen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den jetzt öfter demnächst hier sehen. Na, hoffentlich. Wie, na, hoffentlich? Was meinst du damit? Dass ich, nicht, dass du dich in den verliebst, weil das wäre echt unprofessionell. Nein, da brauchst du dir bei mir keine Sorgen machen. Ich verliebe okay, mich das ist nicht. Nämlich echt wichtig. Und weißt du was? Wenn da so eine Knallköpfe waren, kriegst du deren Geld, was die hier gelassen haben, ist deins für heute. Okay? Danke. Als kleine Entschuldigung. Dankeschön. Okay, super. Bis später, ja? Jo. Ich und mich verknallen? Mm-mm. Bislang ist es nur schief gegangen. Ja, ob bei Henry oder bei Dean. Ich brauche keine Männer, um glücklich zu sein. Und auch keine guten Männer. Du, mach dir echt keine Sorgen. Mir geht's wirklich gut. Ich muss einfach nur ein bisschen liegen bleiben und... Ja? Ich würde Janis so gerne helfen. Aber stattdessen will er, dass ich ihn alleine lasse. Und ich glaube, ich muss hier wirklich mal raus. Komm ich gerade ungelegen? Also, sorry. Hi, was machst du hier? Ja, du hast mir vom Bodyburn erzählt und da dachte ich... Das schau ich mir mal an. Ich hoffe einfach nur, dass er sich nicht zu einem Stalker entpuppt, hier die ganze Zeit rumhängt und mich voll labert. Soll ich dich irgendwo mitnehmen? Ruf mich jetzt der Typ von der Schlachterei an und fragt mich, wo Theo steckt. Wenn der Typ seit ein paar Tagen erst dort arbeitet und nicht auf Arbeit kommt, dann hat das garantiert nichts Gutes zu bedeuten. Der führt bestimmt irgendwas im Schilde. Hat dir dieses Video gefallen, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um auch nichts mehr zu verpassen. Und ganze Folgen von Berlin Tag und Nacht findest du kostenlos auf TV Now.